Momentan findet in Los Angeles abermals die E3 statt, die größte Spielemesse der Welt. Wie in jedem Jahr nutzten viele Entwickler und Publisher die Gelegenheit, um ihre Neuheiten für die kommenden Jahre vorzustellen. Deswegen gibt's heute eine Liste mit den wichtigsten Games, die erstmals auf der Messe enthüllt wurden. Götterschlechter Kratos ist zurück, jedoch hat er sich diesmal zur Ruhe gesetzt, Nachkommen gezeugt und ist nach Skandinavien gezogen. Der perfekte Ort für den Ruhestand. Dort kämpft er sich, wie im Trailer zu sehen, mit dem Sohn an seiner Seite durch die nordische Mythologie. Das Game soll erstmals mehr Freiheiten bieten als seine Vorgänger und führt zudem Crafting- und Loot-Systeme ein, weil es das ja auch sonst nirgendwo gibt. Vom Stil her etwas am PT angelehnt, bewegt sich Capcom mit Resident Evil 7 offenbar weg vom Zombie-Geschnetzel hin zu einem First-Person-Horror-Spiel. Das Game wird von Sony als eines der Flaggschiffe ihrer PSVR-Brille für die PS4 vorgestellt, kann aber auch komplett klassisch ohne VR-Headset gespielt werden. Dabei erscheint es bereits am 24. Januar 2017, ebenfalls für PC und Xbox One. Ihr könnt das Spiel auch schon antesten, denn es gibt eine Demo, diese ist jedoch exklusiv auf der PS4 erhältlich und auch nur für PlayStation Plus Mitglieder. Habt ihr schon genug von Zombies? Ja? Pech gehabt, denn Sony hat einen weiteren Zombie-Open-World-Shooter angekündigt. Nicht gleich weglaufen, denn das Ding sieht doch sehr vielversprechend aus, sofern ein solches Game das noch sein kann nach 10.000 DayZ-Kopien, aber gut. Ihr übernehmt die Rolle von Deacon St. John, einem Kopfgeldjäger, und kämpft gegen Horden von Untoten. Also Horden nimmt Sony dabei wortwörtlich. Das Spiel fokussiert sich dabei auf die Geschichte und erscheint nur für die PlayStation 4. Insomniac, die Macher von Ratchet & Clank, Spyro oder kürzlich Sunset Overdrive, arbeiten an einem neuen Spider-Man-Spiel für die PlayStation 4. Auch wenn Lizenzspiele meistens eher mäßig ausfallen, sollten wir bei dem Entwicklerstudio doch die Augen offen halten. Hideo Kojima ist mit Metal Gear Solid bereits für seine skurrilen Stories und Game Design Ideen bekannt. Nachdem er kürzlich Konami verlassen hat und auch nicht mehr an Metal Gear Solid weiterarbeiten wird, ist er jetzt bei Sony angestellt und arbeitet an dem Spiel Death Stranding. Mit einem nackten Norman Reedus, toten Walen und Babys? Ja, der Trailer ist verstörend und man weiß auch nicht wirklich, um welches Spiel es sich hier handelt. Aber es ist Hideo Kojima, er weiß hoffentlich, was er tut. Oder? Ubisoft beendet ihre Pressekonferenzen gerne mit der Enthüllung ihres nächsten großen Projekts. Dieses Jahr überraschten sie mit Steep, einem Winter-Extremsportspiel in den schneebedeckten Alpen. Im Multiplayer wird man die riesige Spielwelt bereits ab Dezember mit seinen Freunden erkunden können. Eine nette Überraschung. Abermals mit absurden Waffen ausgestattet durch Zombie-Horden-Schnetzeln, Dead Rising 4 bleibt seinen Vorgängern treu. Diesmal ist der brutale Spaß zur Weihnachtszeit angesiedelt und erscheint bereits am 6. Dezember exklusiv für Windows 10 und Xbox One, später aber auch für PlayStation 4, da weiß man aber noch nicht, wann das rauskommt. Bereits am 27. September erscheint mit Forza Horizon 3 mehr Carporn vom Feinsten für Windows 10 und Xbox One. Dieses Mal verschlägt es die Spieler nach Australien, wo 350 Autos auf eine Probefahrt warten. Typisch für die Location soll der Fokus auf Offroad-Rennen liegen und es gibt erstmals einen 4-Spieler-Koop-Modus in der Kampagne. Totgeglaubte leben länger. Viele haben nämlich mittlerweile nach 10 Jahren seit dem originalen Prey, einem Alien-Shooter für PC und 360, der als Geheimtipp gilt, wohl die Möglichkeit eines Nachfolgers ausgeschlossen. Anstatt nur mit dem zweiten Teil zu überraschen, kündigt Bethesda einen Reboot des Spiels an, das abermals den Namen Prey tragen wird. Kreativ, nicht wahr? Es soll nichts mit dem Original gemeinsam haben, außer den Aliens als Grundgerüst. Der Trailer sieht vielversprechend aus, zeigt aber noch kein Gameplay. Bethesdas Vorhaben, alte Spielereien erfolgreich wiederzubeleben, nimmt kein Ende. Nach Wolfenstein New Order und dem kürzlich erschienenen Doom folgt nun Quake Champions, eine Neuauflage des Multiplayer-Klassikers Quake. Dabei konzentrieren sich die Macher auf den Kern der Reihe und wollen abermals einen Arena-Multiplayer-Shooter veröffentlichen. Der Untertitel Champions lässt jedoch auf MOBA-Elemente, eventuell mit mehreren Helden, die zur Auswahl stehen, vermuten.
Das waren die 10 wichtigsten Neuankündigungen, die auf dieser E3 das erste Mal vorgestellt wurden. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Wahrscheinlich, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr auch gerne eine Bewertung da lassen oder einen konstruktiven Kommentar, würde mich freuen. Und für weitere Videos schaut einfach auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Yo, dann danke fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bye!